Es läuft. Freunde, hier ist Robert Götz, Matuszewski. Ich knarre mich erstmal ins Bild. Ja, ihr seid da, ich bin da und jetzt trinke ich erstmal auf euer Wohl. Prösterkins. Ach ja, ihr seht schon da im Hintergrund, da ist ein Bild, Werde ich gleich was zu sagen. Jetzt möchte ich erstmal Danke sagen für eure rege Teilnahme hier auf diesem Kanal. Danke, dass ihr den Kanal abonniert habt und auch danke für das Video gestern, also dass ihr das so ja vermehrt geschaut habt. Ist ja irre, Freunde. Vielen Dank, auch vorgestern. YouTube hat die Zügel ein bisschen lockerer gelassen. Ja, jetzt können die Videos ein bisschen besser flutschen. Auch die Abonnenten gehen nach oben. Herzlich willkommen an alle Abonnenten und Abonnentinnen. Viele vom dritten Geschlecht, etliche diverse sind dazugekommen. Schön. Wer mich nicht kennt, ich bin hier für die Linken, CDU, CSU, FDP, Grüne Linke und die SED, die Partei von Karl Lauterbach. So, Rainer. Rainer hat ein Kunstwerk gesendet. Rainer, vielen Dank, ja. Also wenn ich mal irgendwann nicht kann, dann halte ich einfach das Bild hoch, ja. Und also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel, weiß ich nicht, ja, also nicht ansehnlich bin, ja, halte ich das Bild hoch und rede im Hintergrund, im Off-Text, ja, so, hallo, hier ist Robert Götz, Matuszewski. Freunde, ist das nicht ein Kunstwerk? Ist irre. Es ist wirklich, also, Martina war auch ganz begeistert. Rainer, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich, boah, das ist Ölfarbe oder so, ist irre, ja, irre. Und dazu hat mir der liebe Rainer auch noch einen handgeschriebenen Brief zukommen lassen. Ich danke dir von Herzen. Und jetzt geht's los. Wladimir Putin, Vlad, der Fähler, hat ja heute eine Rede gehalten in Russland. Ja, oh, lange, ja. Ich habe nach anderthalb Stunden, habe ich nicht mehr hingehört. Ja, aber ich höre mir den Rest nachher noch an. Ich habe die Rede übrigens bei mir auf Telegram hochgeladen. Telegram, kommt auf Telegram. Telegram, Link hängt hier drunter. Ja, ist, man muss es mal gehört haben. Muss ja wissen, was der Feind macht. Ja, der hat ja lauter so Flausen im Kopf. Ja, also was der so für Ideen hat. Ja, so fürs eigene Volk, für die eigene Bevölkerung, für die eigene Identität und Straßen bauen und Brücken bauen und U-Bahn bauen und Unterstützung für Kriegsversehrte und Dank an die Familien, Dank an die Soldaten und Urlaub für die Soldaten. Und Unternehmer unterstützen, für jeden Euro, den man investiert, hat man 1,50 €. Nein, für jeden Rubel, den man investiert, kriegt man 1,50 € Rubel Steuerermäßigung. Also er hat schon gute Ideen, aber sie sind natürlich schlecht, weil sie sind von Putin, ja. Böse Zungen sagen, also wenn man den reden hört, wenn man den so eine Stunde reden hört, eine Minute, ja, und dann vergleicht mit Olaf Scholz. Mit Christian Lindner, also man sollte ihn nicht vergleichen, es ist unvergleichbar, ja, schlecht natürlich, ja. So, was haben wir hier? Mit westlichen Kampfjets. CDU-Politiker Kiesewetter, Ukraine soll auch Ziele in Russland angreifen dürfen. Für den Fall, dass der Westen Kampfjets an Kiew liefert, soll der Ukraine nicht untersagt werden, damit auch Ziele auf russischem Boden anzugreifen. Freunde, mit 7 Meilenstiefeln in den Dritten Weltkrieg gefällt mir gut. Mercedes beantragt Kurzarbeit in Bremen. Ja, ist auch richtig. Die haben ja im letzten Jahr 2022 nur gut 20 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Alhamdulillah. Und der Kreml, das sind Insider-Informationen, plant wohl schon seit langem die Übernahme von Weißrussland. Wer jetzt nicht weiß, was Weißrussland ist, es ist Weißrussland. Es heißt Weißrussland, ja. Es heißt jetzt neudeutsch immer Belarus. Belarus. Es ist aber Weißrussland. Also der Russe plant die Übernahme von Weißrussland so heimlich. Er macht das so, indem er Geld schickt und militärische Beratung schickt und Waffen schickt und Unternehmensberater schickt und so langsam will er das Land so infiltrieren und irgendwann nimmt das heim ins Reich. Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Norbert Abschlag, ich möchte mich bei dir herzlichst bedanken. Und ja, in der Provinz Hatay gab es schon wieder ein Erdbeben von 6,4 in der Türkei. Mein Beileid an die Opfer. Türkei, Grüße gehen raus. Ja, Görlitz demonstriert für Frieden, Freiheit, Liebe gegen Krieg. Schlecht. Ja, da ist ja die böse Demo, ja. Dann hier Leipzig demonstriert für Frieden, Freiheit, Liebe gegen Krieg. Schlecht. Ganz, ganz schlecht, ja. Dresden geht auch auf die Straße für Frieden, Freiheit, Liebe gegen Krieg. Schlecht. Dann hier Zwickau steht auf gegen Frieden, für Frieden, Freiheit, Liebe und gegen Krieg. Also Zwickau, was ist denn los? Wir bleiben zu Hause, ja. Und in Bautzen genau das Gleiche. Auch eine Demo für Frieden, Freiheit, Liebe und gegen Krieg. Also bitte, was ist denn? In Freiberg für Frieden, Freiheit, Liebe gegen Krieg. Was ist denn da los? Hier in Bannewitz, ja. Amigo Home gefällt mir gar nicht für Frieden, Freiheit, Liebe gegen Krieg. Naja, okay. Dann hier, der Vorwurf wog schwer. Am 24. April 2020 soll ein Mann aus Glauchau einen Polizisten bei einem Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen mit einer Fahnenstange attackiert haben. So war sich auch die Staatsanwaltschaft sicher. Nur misslich, ein Video, das in der Verhandlung von Verteidiger Martin Kohlmann eingebracht wurde, zeigte eine ganz andere Situation. Mehrere Polizisten hatten sich auf den Mann, der nur spazieren wollte, gestürzt und ihn brutal überwältigt. Die logische Folge, ein Freispruch.
Naja, brutal überwältigt, das sind so Worte, lass doch mal die armen Polizisten in Ruhe, ja, die wollen ja auch mal ihren Frust irgendwo loswerden, ja. Also. Rechtsanwältin Beate Bahner fordert STIKO zur sofortigen Rücknahme der Covid-Impfempfehlung für Kinder auf, ja, und das am 20.02.2023. Nein, die Kinder werden geimpft bis zum letzten Atemzug, kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann hier, WirkTV berichtet, in Deutschland arbeitet nur jeder achte ukrainische Flüchtling, ja, na gut, okay, ja, die sind traumatisiert, ja, ist übrigens eine Nachricht, die kursiert, ja, in Phuket und Ägypten, Uganda, überall, ja, sind plötzlich Ukrainer, ja, mit Geld, richtig Geld, und die sagen sich, ja, Krieg, Alhamdulillah, was habe ich mit Krieg zu tun, ja, ich mache hier Urlaub, schön, schön lange, ja, sehr schön. Dann hier, Frieden schaffen ohne Waffen, großer Dresdner Friedensspaziergang, Freitag, 24.02., 17 Uhr, Theaterplatz Dresden, da geht ihr alle hin, da geht ihr auf keinen Fall hin, nein, ihr bleibt schön artig zu Hause und haltet euch raus. Demonstriert wird nur für die gute Sache. Für Black Lives Matter, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Antifa, Christopher Street Day, Extinction Rebellion, Kinder sich auf die Straße kleben, The Lost Generation, Animal Generation, Scientists for Climate, gegen Trump, gegen Putin, gegen Assad, für gegen CO2, gegen die AfD und für die Regierung. Hatte ich gerade beim Aufzählen einen kleinen Hänger. Also, Freitag, 24.02. in Dresden, 17 Uhr, Theaterplatz. So, ich bin übrigens am Sonnabend, dem 25. um 11 Uhr Rathaus in Frankfurt-Oder und danach 14 Uhr, 14.30 Uhr vor dem Reichstag zu treffen. Dann hier, Oliver Jarasch, 53, stieg beim RBB vom TV-Reporter zum hochbezahlten Führungsspezialisten auf. Am Freitag musste der Gatte von Grünen-Senatorin Bettina Jarasch, ja, dem RBB-Untersuchungsausschuss sein Gehalt erklären. Eine E-Mail-Affäre machte Oliver Jarasch im Herbst bekannt. Sie enthüllte, der RBB-Abteilungsleiter sollte TV-Programmchef werden, ohne, ja, da komme ich selbst in Stottern, ohne Ausschreibung. Naja, Ausschreibung, ich meine, der ist der Mann von der Jarasch. Ich meine, brauchen wir keine Ausschreibung beim RBB? Nein. Obwohl seine Frau Vize-Regierungschefin ist. Nun gut. Im Untersuchungsausschuss wurde er nach seinem Gehalt gefragt. Jarasch nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, da muss ja die Öffentlichkeit nicht erfahren. Also ihr sagt es auch nicht weiter. Der Herr Jarasch verdient mal ebenso 150.000 Euro im Jahr und 10% Bonus, inklusive Bonus. Also es sind nur 150.000, ja. Böse Zungen sagen, also wenn man mit der, wenn man mit Jarasch verheiratet ist, ja, dann ist das Schmerzensgeld immer noch zu gering. MCH, danke für deine vielen Kommentare und deine vielen Durchsichtungen meiner Videos. Er schreibt, er hat gestern 5 Videos von mir gesehen. Danke dafür. Und Shori, ich soll mich um 360 Grad drehen und so bleiben, wie ich bin. Mach ich. Vielen Dank dafür. Corona-Impfungen können ein Auslöser für schnell... Kann ich hier nicht vorlesen. Mache ich auf YouTube. Seid gespannt. Und hier, immer dann, wenn eine neue Technologie es nötig hat, andere Technologien zu verbieten, um sich durchzusetzen, stimmt etwas mit der neuen Technologie nicht. Das ist eine Anspielung auf Elektromotoren, ja, weil ja Benziner jetzt bald verboten werden, die Produktion. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Alec Baldwin hatte ja bei einer Filmproduktion aus Versehen, also nicht mit Absicht, einen anderen Schauspieler erschossen mit einer Pistole, wo er dachte, sie wäre nicht echt oder wäre keine echte Patrone drin. Der ist jetzt freigesprochen worden. Grüße gehen raus. Und die Grünen in Bayern fordern, dass in Zukunft zur Hälfte Frauen im Parlament sein müssen. Das ist linkisch, linksstaatlich und zivilcouragig. Es geht doch nicht um Kompetenz. Ja? Es geht um Geschlecht. Ja? Böse Zungen sagen... Naja, aber wenn man doch einmal im Jahr sagen kann, ich bin jetzt kein Mann mehr, sondern eine Frau oder andersrum, ist das doch eigentlich egal. Dann kann man doch eigentlich auch Männer einfach ins Parlament lassen und die sagen einfach, ich bin eine Frau, oder? Freunde, nein, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Ganz einfach, ja. Im Visier der professionellen Trolltruppe stehen neben vermeintlich rechten Chatgruppen vor allem Social-Media-Kanäle der linksextremen, islamistischen, aber auch verschwörungsideologischen Szene. Man muss sich da erstmal ein bisschen warmlaufen, erklärt eine Agentin der Süddeutschen Zeitung. Gucken, welche Sprüche funktionieren. Um das Vertrauen anderer Nutzer zu gewinnen, müsse man möglichst authentisch rüberkommen. Ja, also der Verfassungsschutz hat hunderte von Mitarbeitern, die 40 Stunden die Woche, teilweise mehr, nichts anderes machen, außer in Chatgruppen sich rumzutrollen, ja, und da zum Beispiel Hakenkreuze zu posten, ja, oder so Sachen über Hitler, was gut war und so Sachen, also solche Behauptungen, um andere anzustacheln, Freunde, ja, Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Ich habe übrigens, Gott und sei Dank, Donald Duck, ja, der aufpasst bei mir auf Telegram, und Petra und Kai, weil wir haben leider auch immer wieder solche Postings und die werden natürlich umgehend gelöscht. Dann hier, Erschießung russischer Gefangener durch das ukrainische Militär sind authentisch, wie das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte festgestellt hat. Ja, gut,
okay, Erschießung von Gefangener. Also der Russe ist böse, ja. Also da können die so viel feststellen, wie sie wollen, ja. Wird schon seine Richtigkeit gehabt haben. Und die letzte Karte wird die Bedrohung durch Außerirdische sein. Wernher von Braun 1974. Ja, hatte ich gestern oder vorgestern schon berichtet. Also Wernher von Braun hat kurz bevor er gestorben ist, das ist ja der Erfinder der Rakete, ja, ein überzeugter Nationalsozialist, wurde aber entnazifiziert, man konnte ihn gebrauchen für die Rüstungsindustrie in Amerika. Der hat auf seinem Sterbebett quasi gesagt, also wenn alle Stricke reißen, um die neue Weltordnung unter einem Führer zu etablieren, sagen wir einfach, wir werden von Außerirdischen angegriffen, behaupten das, stellen das irgendwie dar und die breite Masse ist so verblödet, glaubt das und dann haben wir einen Weltführer, Freunde. Alles Murks, dann hier. Alice Weidel, Pfizer und Biotech sollten mutmaßlich Studien gefälscht haben. Darüber berichte ich lieber auf YouTube. Natürlich hat Pfizer und Biotech keine Studien gefälscht, Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Alice Weidel, also schwören Sie ab. Baerbock ernennt Botschafterin für feministische Außenpolitik. Gott und sei Dank. Alhamdulillah. Und die Botschafterin für feministische Außenpolitik kassiert im Monat 12.000 Euro Grundgehalt, ja. Vielleicht gibt es noch Provisionen für jeden, den sie bekehrt irgendwie, man weiß es nicht. Ohio hat sich selbst als Teil der Ukraine bezeichnet und möchte jetzt Unterstützung von Joe Biden, ist natürlich ein Scherz. Und dann hier am Donnerstag kamen Kommunen und Länder bei der Bundesinnenministerin zusammen und beraten, wie man die illegale Migration eindämmen könne. Einen Tag später fällt das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil, dass es den Behörden noch schwerer macht, Asylanträge zu bearbeiten. Danach ist es dem Bundesamt für Migration, BAMF, untersagt, das Mobiltelefon eines Asylbewerbers zur Auswertung einzuziehen, auch wenn er keinen gültigen Pass vorlegt und Zweifel an seiner Identität bestehen. Ja. Hauptsache, wir haben bei 2G am Eingang der Restaurants kontrolliert, ob die Leute gespritzt und getestet sind. Und Hauptsache, wir haben überall unsere Adresse abgegeben. Ja? Da ist ja Datenschutz was ganz anderes. Alte Regel, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Freunde, es kann so einfach sein. Also wirklich, muss man wirklich sagen, ja hier. Nachdem schon in der vergangenen Woche immer wieder Stimmen für ein Wahllokal in Lichtenberg auftauchten, meldete am Samstag die Taz, dass in einigen Berliner Wahllokalen mehrere Stimmen abgegeben wurden, mehr als Wähler im Lokal waren. Darin bezieht sich die Taz auf den vorläufigen Bericht des Landeswahlleiters, den das Statistische Landesamt veröffentlicht hat. Die Taz berichtet von 1248 Erststimmen und 726 Zweitstimmen mehr als Wähler in den Wahllokalen waren. Berlin kann Wahlen machen, ja, Berliner können, in Berlin läuft das tutscht, ja. Das ist wahre Demokratie, gefällt mir gut, ja. Birgit Liebaug, danke, dass du meinen Kanal entdeckt hast. Birgit schreibt, hab noch kein Abo dagelassen, merke aber so langsam, dass ich jeden Tag auf dich warte. Birgit Liebaug, ich warte auch auf dich, wir alle warten auf dich und wir warten auch darauf, dass du ein Abo dalässt. Danke dafür. In jede Richtung Denkende, danke für deinen Kommentar. Und hier, ein Lars Reichow, der auszog, dem ARD und ZDF und Co. gegenüber als braves Bübchen dazustehen, ja, den hatte ich schon ganz kurz erwähnt. Lars Reichow, da ist er. Lars Reichow hat ja beim Karnevalbüttenreden, ja, gesagt hier, AfD alles Arschlöcher und Klimaterroristen gibt es nicht, es sind Klimaaktivisten, ja. Schön, guter Mann. Job gesucht, erfahrene Betrügerin, ehemals mit Doktorgrad und verurteiltem Ehemann ehemals ebenfalls Betrüger, sucht eine neue Herausforderung, sofort verfügbar. Erfahrene Betrügerin, ehemals mit Doktorgrad und verurteiltem Ehemann, ebenfalls Betrüger, sucht eine neue Herausforderung, sofort verfügbar. Ich weiß nicht, wer das ist, ich werde das mal auf YouTube aufklären. Baron Bier, danke für deinen Kommentar und Kaldeck Rosemarie, Rosemarie Kaldeck, danke für deinen Kommentar hier. Rheinische Post berichtet, ohne Hirn und Arbeitgeber wird man einfach Klimakleber. Hier ein Mottowagen in Kalkas Karnevalszug sorgt für Diskussionen. Die Narren hatten Klimaaktivisten als Thema und eine eindeutige Meinung dazu. Ja, und da gab es Beschwerden, nämlich von 3 auf Instagram und dann musste der Wagen natürlich sowieso jetzt erstmal sofort verboten werden. Ja, Joe Biden ist gerade in Kiew und keiner wusste es, ja, aber der Russe wusste es. Man hat den Russen vorher informiert und hat gesagt, bitte keine Raketen schießen, weil Papa kommt. Ja, und wenn Papa kommt, werden keine Raketen geschossen. Der Russe hat gesagt, okay, das machen wir dann auch nicht. Wir wollen ja keinen dritten Weltkrieg provozieren, also wir nicht. Hat der Russe also keine Raketen geschickt und überhaupt gar nichts gemacht. Aber es gab trotzdem Fliegeralarm, denn Joe Biden wollte auch mal sehen, wie ein Bunker von innen aussieht. Der CO2-Fußabdruck von einem Kilo Kaffeepulver, 5,6. Ja, der CO2-Fußabdruck von einem Kilo Tee,
1,4. Ich würde mal sagen, da kann man nicht von Fußabdruck reden, da kann man von Fingerabdruck reden. Ja, 1,4. Freunde, trinkt Tee und keinen Kaffee. Ja? Oh, das werde ich mir als Energiespartipp nochmal screenshotten hier. Das ist gut, ja. So, dann hier. Es gab einen geheimen Deal zwischen Washington und Moskau. Die USA haben Russland nach eigenen Angaben, ja, das hatte ich gerade schon gesagt, vorab über den Besuch von Präsident Joe Biden in Kiew informiert. Dies erklärte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan nach dem Besuch. Das Ziel sei gewesen, eine Konfliktentschärfung herbeizuführen. Schön. Thorsten Schauer, Grüße gehen raus. Und Bettina Knoll, danke für deinen Kommentar. Und Kritz Wu, danke für deinen Kommentar. Und hier... Lörracher Mieter müssen ihre Wohnung für Flüchtlinge räumen. Angesichts des brüchigen sozialen Friedens in Deutschland kann man eine solche Meldung im ersten Moment nur für eine Falschnachricht halten. Und doch, die Sache stimmt. Sowohl die Badische Zeitung als auch der Westen und die Junge Freiheit haben bei der verantwortlichen Wohnungsgesellschaft nachgefragt. Auch ein Schreiben, das die Sache belegen soll und im Internet als Kopie kursiert, ist echt. Also ganz normale Mieter müssen aus ihrer Wohnung raus, weil wir brauchen Platz für Flüchtlinge. Macht doch Sinn, oder? Ist doch logisch. Also ich meine, Freunde, jetzt haben wir lange genug in der Wohnung gehaust. Macht doch mal Platz, seid doch mal solidarisch. Immer mehr E-Autofahrer steigen wieder auf Verbrenner um. Nicht allein wegen der explodierenden Strompreise, sondern weil sie auch den Fahrspaß vermissen. Ha. Na gut, okay, Freunde, auch das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Es gibt weitere Unterstützung für die Ukraine von Joe Biden. Danke dafür. Und Lisa Fitz in der Tagesschau sagt allen Ernstes, das ist nur ein Zitat, jetzt hier nicht löschen oder streiken, Ricarda Lang wird immer fetter. Das ist eine Unverschämtheit. Was ist denn mit Lisa Fitz los, ja? Also Ricarda Lang wird doch nicht immer fetter, geht doch gar nicht. Nein, sie wird immer engagierter, ja? Voluminöser im allerpositivsten Sinne, ja? Bitte, kann ja wohl nicht wahr sein. Scholz, wir brauchen permanente Produktion von Waffensystemen. Ja, wir stellen einfach um von normaler Wirtschaft auf Kriegswirtschaft. In der Bäckerei Postel in Ansing im Landkreis Ebersberg gibt es zur Faschingszeit Pfannkuchen oder Berliner mit Heuschrecken. Und darüber berichtet ganz stolz der Bayerische Rundfunk. Er propagiert das, Freunde. Es kann so einfach sein. Ja. Und auf Wunsch gibt es die Heuschrecke noch oben drauf. Toni Marshall ist schon jetzt ein paar Stunden her. Ja. Toni Marshall, 85, verstorben. Mein Beileid. Und dann schreibt hier Transporter, weiß nicht, was das ist. Ist das eine, ja, ist eine Frau, ein was auch immer. Auf jeden Fall schöne blaue Haare. Und sie schreibt, wirklich wahr, eine Frau. Also naja, heute bin ich Samenspenderin für zwei Transmänner geworden. Ich bin so glücklich, dass wir endlich der Gesellschaft beweisen können, dass auch eine Frau einen Mann schwängern kann. Elisabeth Krenosch, ich sage danke von Herzen. Und Merkur.de, ist ja meine Lieblingswahrheitsmanufaktur, berichtet, haltet euch fest. Keine Sorge, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Stattdessen sind die Kleinen verzweifelt und bitten um Hilfe. Worum geht's? Eichhörnchenbabys, die sich an euer Hosenbein klammern, stellen keine Gefahr dar. Ja, also wenn so ein Eichhörnchenbaby ankommt, sich an die Hose klammert, das ist ja eigentlich, das ist ja angsteinflößend. Ja, also, wow. Brandenburg hat die höchste Wolfsquote auf der ganzen Welt, wirklich wahr? Die höchste Wolfsquote auf der ganzen Welt, aber da müsst ihr keine Angst haben. Ja, alles gut, ja. Und wenn sich ein Eichhörnchen an unser Hosenbein klammert, ein Eichhörnchenbaby, ja, hier sowas hier, ja, sowas hier, ja, ja, die Kleinen, ja, sowas hier, ja, da geraten einige in Panik. Beschluss des Großdeutschen Reichstages vom 26. April 1942, abgedruckt und veröffentlicht im Reichsgesetzblatt vom 27. April 1942, Wortlaut auszuweisende. Der Führer muss daher, ohne an bestehende Rechtsvorschriften gebunden zu sein, jederzeit in der Lage sein, jeden Deutschen ohne Einleitung vorgeschriebener Verfahren aus seinem Amt zu entfernen. Samuel W. Mitschan, Jean Müller, Generaloberst Erich Höppner in Gerd R. Überscher, bla bla bla. Ist im Primus Verlag Darmstadt 2011 erschienen, ja, diese Information. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade vorlese. Nächste Nachricht, hier. Extremisten schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernen. Kabinett beschließt Gesetzesentwurf zur Reform des Disziplinarrechts. Sehr schön. Dann hier,
Ich möchte mich mal bedanken. Und zwar ganz herzlich bei Hans-Joachim Krüger, danke. Und bei Hans-Ewald Palgen, danke, danke, danke. Und Matthias Pirk, ich danke euch von Herzen. Und ich finde, jetzt habe ich aber im Schnelldurchlauf diese schöne Dienstagssendung durchgereicht. Ich mache jetzt YouTube. Da sind ja jetzt 2, 3 Nachrichten nicht ganz offen gewesen. Die werde ich bei YouTube öffnen. Ihr schaut euch bitte mal, wenn ihr Muße habt und Zeit habt. Ja, es ist etwas länger, aber es lohnt sich. Die Rede von Wladimir Putin auf Telegram bei mir an. Telegram-Link hängt hier drunter. Ja. Daran erkennt ihr, was das für... Der Mann ist auf dem rechten Weg. Der ist der rechtsstaatlich und rechtschaffen. Rechts, rechts, rechts. Ja. Der ist überhaupt nicht linkisch. Ja. Ich sage nur eins. Wladimir Putin. Vlad der Fehler. Ja. Und ihr werdet alles bestätigt sehen. Alles. Ihr werdet alles bestätigt sehen, was ihr bestätigt sehen wollt. Werdet ihr sehen. Seht euch die Rede an. Sie ist bei mir auf Telegram. Ja. Übrigens, bei Telegram wächst es auch wieder. Oh, Freunde, es wächst bei Telegram. Bei Getter haben wir jetzt die 22.600 erklommen. Schön, es geht voran. Und ich danke euch von Herzen, dass ihr mit Anteil habt an dieser großen Gemeinde. Wir sehen uns am Samstag um 11 Uhr Rathaus Frankfurt-Oder oder um 14 Uhr 14.30 Reichstag Berlin. Und wir machen jetzt munter weiter. Es grüßt euch Bruno Pete, der nichts davon weiß, dass er morgen mit dem digitalen Chronisten um 19 Uhr auf allen Kanälen, wird es bei ihm gesendet, eine Stadtrundfahrt macht. Er weiß davon nichts. Bruno weiß es nicht, aber ihr wisst es. Und wenn ihr Bruno vorher trefft, sagt ihm nichts, also verratet nichts, bitte. Überraschung, der Bruno wird ein Auge machen. Und ich grüße euch von Kevin Heinzelmann, meiner Buchhaltung, Schwuppe, und natürlich Jerome Schmidt, meinem Schwager. Und die liebsten Grüße von meiner Frau Martina. Ich mache jetzt munter weiter. Ich bedanke mich bei euch herzlichst für den Daumen hoch, für euren schönen Kommentar. Und guckt mal nach, ob ihr schon abonniert habt. Wenn nicht, freue ich mich über euer Abo. Wenn ihr eins habt, guckt nach, ob es noch da ist. Manchmal verschwinden die. Voilà, alhamdulillah, weg sind sie ja. Ja, das ist so Automatismus bei YouTube. Schön. Danke für euer Abo und liebe Unterstützer. Danke für eure Unterstützung. Davon lebt meine Arbeit. Danke, danke, danke. PayPal und Konto hängt hier drunter, ob klein oder groß, es hilft. Ja, ich mache jetzt weiter und würde mal sagen, wenn ihr gerade nicht gut drauf seid, krank seid oder gar im Krankenhaus, kurz vor oder nach einer OP, bitte, werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch und wir halten nämlich zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und immer voller Tatkraft. So einen kleinen Finger kann man brechen, aber die Faust nicht so einfach. Deswegen halten wir zusammen. Das ist wichtig. Es ist wichtig, Freunde, jetzt, es ist wichtig. Und ist das nicht ein tolles Bild hier? Guckt euch das an, ihr Freunde. Ha, ist das schön. Oh, Freunde, ist das toll. Vielen herzlichen Dank. Also ich bin total begeistert. Also das Ding, oh, das kommt, also, kommt in meine Villa. Ach nein, ich habe ja keine. Egal. Schön, gut. Also, dann machen wir jetzt weiter. Ich mache jetzt YouTube und ich würde mal sagen, auf in den Tag. Und jetzt kommt die wichtigste Botschaft überhaupt. Ich, Robert Götz Matuszewski, ich habe euch lieb. So. Und ich habe so viel Resonanz auf meine Bundestagstür hier bekommen. Ja, viele sagen ja, der Bundestag ist voller Geister. Nein, ist er nicht, weil er ist geistlos. Also hier sind keine Geister im positivsten Sinne. Aber ich habe eine Gespensterschlosstür hier. Und damit ende ich heute nochmal die Sendung, oder? Mal so zur Abwechslung. Ich habe sie hier wirklich. Wir ölen nicht gegen Putin. Wer ölt, ist Putin-Versteher. Wer heizt, ist Putin-Versteher. Wer warm Wasser benutzt, ist Putin-Versteher. Und wer Auto fährt, sowieso. Na gut, Autofahren haben wir jetzt bald verboten. Ich hab euch lieb. Tschüss, Freunde. So, tschüssi. So. Oh, ist das schön, ja. Dann machen wir nochmal auf, ja. Ja. Also bin ich nochmal. Ist schön, oder? Also so, ich komme gar nicht aus dem Knarren raus. Ich sage nur eins, Knarren gegen Putin. So einfach kann das sein. Übrigens, wenn ihr zwischendurch Muße habt, Lust habt, Langeweile habt oder auch keine Langeweile, aber euch weiterbilden möchtet, fortbilden möchtet oder auch nur genießen möchtet, ein bisschen mit euch, an euch arbeiten möchtet, habe ich natürlich noch meine Buchempfehlung. Der Link hängt hier drunter, claudiusfarbig.de, gibt es nicht auf Amazon, nein. Und zwar einmal Botschaft für Deutsche, das Handbuch hier für Menschlichkeit und Erfolg. Über 80 Kapitel, deutsche Sprache, einfach zu lesen, macht Spaß, macht Freude, ist eigentlich nicht politisch, aber irgendwie doch, dazu gibt es diese schöne Audio-CD geschenkt oder Belletristik, hier, für den entspannten Abend am Kamin oder am Lagerfeuer oder auf der Terrasse, auf dem Balkon, vielleicht nicht bei den Temperaturen, aber, oder am Strand, am Pool oder gemütlich eingekuschelt mit einer kuscheligen Decke, ja, zum Vorlesen auch geeignet, ich lese ja Martina immer vor, ja, 430 Seiten ist über ein Kilo schwer, ja, boah, ja, der King lebt, Belletristik, so Entspannung, wirklich wahr, schöne Geschichte, auch mit vielen Fakten. Oder aber du bist Schöpfer. Du bist Schöpfer? Oh, das ist dick. Ja, 460 Seiten, da ist auch ein Flugticket irgendwo drin. Wo ist es denn? Hier ist es. Hallo, ja.
Da könnt ihr eure Reise selbst aussuchen. Da füllt ihr selber aus, wo es hingehen soll. Viele tolle Ernährungstipps, Motivation aufbauend und ich glaube 450 Zitate, 460 positive Worte. Einfach mal was Positives. Ja, böse Zungen sagen, wir haben so viel Negatives, Hauttyp 6 Tiefes in dieser Zeit. Wir brauchen auch was Positives. Aber ich finde ja, wir haben so viel Positives durch die Regierung, da braucht man eigentlich gar nichts. Aber wer trotzdem was braucht, meine Empfehlung. Und wer Lust hat, es wird auch vom Autor persönlich signiert. Müsst ihr bloß bei der Bestellung angeben. Ja, macht er gerne. Er macht's gerne. So, ich bin jetzt weg. Ich kann mich von euch immer nicht lösen. Ist wirklich so. Das ist so schön mit euch. Vor allen Dingen weiß ich, ich kriege wieder Kommentare, kann ich wieder lesen. Schön, ich bin jetzt weg. Tschüss, Freunde.